Jo, hi, super fette Dark Souls Action wieder. Dafür hat er mich darauf hingewiesen, dass man hier in Majula wohl noch so ein Estus Flask Shard bekommen kann. Was ich persönlich gar nicht wusste. Ich dachte mir, ich habe alle, aber es gibt anscheinend einen Shard mehr, als man insgesamt braucht. Deswegen habe ich den hier nie gesehen. Ah ja, haben wir ihn jetzt. Dafür werde ich dann später einen anderen skippen, der ein bisschen nerviger ist. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da jetzt für einen skippen will. Ich hatte es mir aber schon ausgesucht. So, steh mal auf, du Bearer Pimmel. of the sea, less. Upgraden wir das Ding gleich mal. Dann müssten wir jetzt eigentlich drei Charges haben. Jo, das müsste so sein. Dann können wir gleich nochmal hier das Ding verbrennen. Das haben wir letztens von dem einen Old Knight mit der riesigen Keule bekommen. Da sieht man da, das kann man hier verbrennen und dann wird das Estus Flask besser. Die Dinger kann man, glaube ich, auch nur in dem Bonfire hier in Majula verbrennen. Deswegen trifft sich das ganz gut, weil wir eh gerade hier sind. Und dann gehen wir mal wieder zurück zum Tower of Flame. Ich spiele heute nochmal offline. Hatte ich angesagt, glaube ich, dass ich offline spiele, bis ich meine beiden Waffen habe. Weil ich will im PvP nicht einfach nur ein Snack sein, wenn mich wirklich jemand invadet, sondern Tatsache auch was machen können. Ich werde jetzt einfach mal hier ganz normal locker flockig weitergehen. Ich weiß nicht, wie viele Seelen ich jetzt hier kriege, aber ich brauche 4000 als nächstes, um mir noch was zu kaufen. Kann also sein, dass ich denn nach dem Gebiet hier nochmal schnell irgendwo ein paar Seelen farmen muss. Das hier zählt aber alles noch zum Hades Tower of Flame. Das heißt, wir werden uns erstmal weiter nur mit den Teilen hier rumprügeln. Was eigentlich nicht schlecht ist, weil, wie wir gesehen haben, geben die ja ganz gut Seelen. 400. Das heißt, ich muss jetzt 10 von diesen Dingern prügeln, wenn möglich. Der steht aber irgendwie ein bisschen beschissen da. Kann ich nicht so gut hintergehen. Oh. Das war unerwartet. Ich kannte das gar nicht, dass die diesen einzelnen Schlag machen können. Ich kenne nur diese drei Schlagkombo, die die mit dem Schwert immer machen. Deswegen hat mich das eben Tatsache erwischt. Gucken, was sie hier krasses verteidigt hat. Dark Trotches. Ich glaube, Trotches ist irgendwas, was einen gegen ein Element schützt. In dem Fall halt gegen Dunkelheit. Und ein Human Effigy hatte ich ja schon erklärt. Das ist nur eine Seele. Old Knight Halberd ist eine Waffe, das sieht man auch immer an dem Symbol. Wow, da unten hat mich schon wieder einer gerochen hier. Der will wohl als nächstes die Fresse umgekeult bekommen. Ne, erstmal der hier anscheinend. Ich wusste gar nicht mehr, dass das nicht so viele waren. Ich dachte, hier kommen jetzt so zwei, drei Stück in dem Gebiet vielleicht. Aber na gut, soll mir egal sein, ich prügel einfach alle weg. Ich brauche ohnehin die Seelen. Dann war hier drüben noch der eine. Gucken wir jetzt mal, was hier ist. Weil meistens ist es ja so, da wo ein Gegner steht, da geht's weiter. Und hier gibt's anscheinend nichts. Okay. Kann sich immer an die Wände stellen und dann die. Ja, was ist denn das für eine Taste? Ich weiß es nicht. Die Benutzen-Taste drücken. Und wenn denn da irgendwo so eine Geheimwand ist, dann geht die auf. Dadurch, dass man Benutzen drückt. Das ist meistens an so einen verdächtigen Stellen, wie da gerade eine war. Und in dem Fall war halt da, wie man gesehen hat, keine Geheimwand. Ich habe keine Ahnung, ab wann das anfängt im Spiel, deswegen kann man ja ruhig mal checken. Es gibt so ein paar Elemente im Spiel, die erst später anfangen. Zum Beispiel gibt es später so eine Mimic-Kisten. Also halt Kisten, die einen angreifen, wenn man sie aufmacht. Die kommen erst später, deswegen brauche ich da am Anfang die Kisten nicht überprüfen, ob die jetzt ein Mimic sind oder nicht. Weil da kann ich mir sicher sein, da ist noch keiner. Ich weiß nicht genau, ab welchem Gebiet das anfängt, aber ich werde es dann einfach irgendwann probieren. Da gibt es auch nicht so viele von, aber da ich keinen Bock habe, mir zu merken, wo die sind, überprüfe ich dann ganz gerne. Können wir auch mal wieder die Wände checken. Kann nicht schaden.
Entweder verschwenden wir damit ein paar Sekunden oder im besten Fall kriegen wir irgendein Item. Der wird bestimmt ein bisschen nerviger jetzt, weil wir sind hier im Wasser. Und im Wasser ist man langsamer. Damage. Too strong. Den habe ich jetzt mit Absicht gefressen, damit ich mehr Ausdauer habe, um ihn zu killen. Das ist ein bisschen HP, was der mir abgezogen hat. Das ist mir ehrlich gesagt auch egal. Okay, das ist das Loch in der Wand, da geht's weiter, glaube ich. Gibt's auch keine Geheimwände. Dann gucken wir mal noch, was da jetzt war, wo der Typ stand. Ich fress mal ein Heilding. Kommt eh bald ein Bonfire. Aber irgendwas wird hier oben sicherlich sein, sonst hätte der nicht da gestanden. Das ist eine Tür, die geht, soweit ich weiß, nicht auf. Zumindest kommt da keine Meldung, also wenn man davor steht, wie bei anderen Türen. Und da haben wir eine Kiste. Mit hoffentlich fettem Loot. Night Armor. Ist das nicht das, was ich anhab? Was hab ich denn an? Ich hab Falconer Armor. Oh, die Night Armor, die hat sogar mehr Rüstung, aber die Rüstung ist relativ uninteressant. Das, was viel wichtiger ist, ist das, wo man jetzt unten sieht, da wo es von 7.7 zu 10.9 wird. Das ist nämlich das Gewicht, was man hat. Das schlägt sich dann ganz unten rechts auf diese Anzeige über den Seelen nieder. Da sehen wir gerade, wir können maximal 49 Gewicht tragen. Mit dem Ding wären wir auf 25, so sind wir auf 21. Und das Wichtige ist diese Prozentzahl darunter. Weil je geringer das ist, die Prozentzahl, desto flexibler ist man. Wir können das mal testen. Ich glaube, das geht mit dem Set vielleicht ganz gut. Ich lege jetzt einfach mal diese ganzen Knight-Sachen an. Die sollten ja theoretisch ein bisschen was wiegen. Jetzt bin ich über 60%. Gut, da kann ich noch normal rollen. Wir packen mal noch ein paar mehr Sachen rein hier. Alles, was schön wiegt. So, jetzt sind wir bei 92%. Und jetzt werden wir sehen. Oh, das sieht ja nicht mehr aus wie Rollen. Und wenn man so rollt, dann kann man natürlich auch viel einfacher getroffen werden. Anderer Nachteil ist noch, dass je mehr Gewicht man mit sich rumschleppt, desto langsamer regeneriert sich die Ausdauer. Und ja, wenn Ausdauer, wenn die alle ist, dann ist man ziemlich am Arsch, weil man kann ja nichts machen. Ausdauer ist viel wichtiger als Leben. Wenn man kein Leben hat, ist man zwar tot, aber wenn man keine Ausdauer hat, dann wird man einfach tot geprügelt. Kann nicht rollen, man kann nicht schlagen. Kann nicht mal wegrennen. Eigentlich kann man gar nichts machen. Das hier ist jetzt der Anfang vom nächsten Gebiet. Eins meiner Lieblingsgebiete. Da steht ein NPC, mit dem können wir mal quatschen. What is it? I don't know you, and things are better that way. Also ich hoffe, man kann die Dialoge, wenn es sein muss, einigermaßen lesen. Weil ich will das jetzt nicht alles durchlaufen lassen, das dauert immer so lange. Man hier sieht, wir brauchen jetzt einfach für dieses Phew ewig. You are an odd one. Normally people keep a safe distance. I'm called Lucatiel. Lucatiel. From the land of Mirat, to the, they say Dran Lake. And so I came to what a strange belief. Also das Dialogzeug in dem Spiel, wenn ihr das Spiel selber spielt, ich kann es euch nur empfehlen, hört euch das an. Das trägt extrem viel zur Atmosphäre bei. Außerdem ist es meistens ganz interessant, wenn man was über die NPCs erfährt, weil wenn man die Achievements haben will, dann muss man mit denen kooperieren. Außerdem ist wichtig, dass man immer die Dialoge erschöpft. So sieht man, das hat sie gerade schon mal gesagt, das war der letzte Satz. Und dadurch, dass wir jetzt mit der Eulen geredet haben, können wir die jetzt theoretisch beim nächsten Boss, also bei dem Boss im Gebiet, was jetzt kommt, beschwören. Die würde uns dann helfen. Dadurch wird das Spiel zum einen einfacher, auch wenn ich das nicht machen werde. Und zum anderen, ja, wie sage ich das jetzt am besten? Dann geht ihre Story praktisch weiter. Man kann die Olle, die jetzt schon verschwunden ist, bei insgesamt drei Bossen beschwören. Und wenn man sie bei allen drei Bossen beschwört und sie auch alle drei Kämpfe überlebt, dann kriegt man am Ende ihr Rüstungsset, was sie anhatte, und ihre Waffe. Wenn man sie dann noch einmal mehr trifft. Wenn man das nicht macht, dann erscheint sie an ihrem letzten Spawnpunkt gar nicht mehr und ja, man kriegt halt die Sachen nicht. Jetzt werde ich mir hier ein paar Seelen fressen. Oh, das hat schon gereicht.
Das hier kann ich noch ansprechen, die Dragon Rider Soul. Man kriegt immer, wenn man einen Boss killt, so wie wir das letztes gemacht haben, kriegt man die Seele von dem Boss. Die kann man entweder benutzen, dann kriegt man Seelen. Das wäre aber relativ dumm, weil man kann sich aus den Seelen immer Waffen bauen später. Ich glaube, das ist je nach Seele unterschiedlich, aber meistens ist es mindestens zwei Waffen. Oder halt eine Waffe und ein Zauber, die man aus den Seelen machen kann. Da muss man immer ein bisschen gucken, was man genau haben will. Weil wenn man sich mehrere Sachen bauen kann und nur eine Seele hat, dann kann man halt nur eins haben. Die Dragon Rider Soul ist auch eine der wichtigsten, die werde ich dann benutzen, weil da kann man sich einen ganz guten Bogen draus machen. Und je besser der Bogen ist, desto weniger Zeit müssen wir verschwenden an späteren Stellen. Jetzt will ich das Ding hier kaufen, das ist ein Lockstone. Ist praktisch auch sowas wie ein Schlüssel, damit kann man an manchen Stellen Sachen aufmachen. Und das brauche ich im nächsten Gebiet. Sieht man schon da, No Man's Wharf. Das heißt, wir gehen jetzt in die Werft. So ein krasses Hafenlevel. Und das, finde ich persönlich, sieht einfach nur ziemlich geil aus. Dann nehmen wir jetzt auch mal unser S-Tok, was wir uns geholt haben. Finde ich sehr atmosphärisch, das Gebiet. Man sieht nicht viel. Das, was ich direkt beim ersten Mal, als ich das Spiel gespielt habe, dachte, war, wow, das sieht ja aus wie in Gothic 1. In Gothic 1 gab es so ein Gebiet, das hieß Neues Lager und ich finde, daran erinnert das sehr, sehr stark. Da hat mich schon irgendwas abgeschossen. Weil ich gerade mit dem hier beschäftigt war. Und gegen diese normalen Fleischgegner, sage ich es mal, ist so ein S-Talk extrem stark. Stechender Schaden ist der beste gegen humanoide Gegner. Ich weiß es nicht genau. Weil ich benutze das Ding zum einen wegen der Reichweite, das hatte ich letztens, glaube ich, schon angesprochen. Und was noch ein extremer Vorteil von dem Teil ist, dazu müssen wir wieder ein bisschen erklären. Aber das Erklären wird irgendwann aufhören. Wenn wir uns die Werte angucken, dann kann man sich hier die Tipps anzeigen lassen. Und dann sieht man hier unten so einen Wert, der heißt Poise Damage. Da hat diese Waffe 20. Und das ist ein ja, relativ unnatürlicher Wert für so eine Waffe. Man sieht hier, diese ganzen normalen Schwerter haben auch 20, 15 und sowas. Aber für diese degenartigen Schwerter, also Thrusting Swords, die haben normalerweise 10. Das heißt, die haben alle halb so viel, das S-Talk hat 20. Und das ist ein Wert, der vor allem im PvP wichtig ist, weil der dafür sorgt, dass man die Verteidigung des Gegners durchbricht. Je mehr und je bessere Rüstung der Gegner trägt, desto höher ist halt sein Poise-Wert. Und der 20er ist schon ziemlich gut. Da kann man später noch einen Ring anlegen, der erhöht das auf 30. Und wenn man einen Poise-Damage-Wert von 30 hat, dann durchbricht man bei allen Gegnern, die leichte Rüstung haben, und ich glaube auch mittlere, mit einem Schlag die Poise. Das heißt, man kriegt automatisch immer noch einen zweiten Schlag rein, weil der Gegner kurz so ein bisschen, ja, betäubt ist vom ersten. Und das ist extrem stark, weil man dann... Zwei Schläge sind logischerweise besser als einer. Ich denke, da braucht man nicht viel zu sagen. Und ja, das haben die anderen Degenwaffen. Ich nenne sie einfach mal Degenwaffen. Ich weiß nicht genau, wie man Thrusting Sword übersetzt. Die haben die auf jeden Fall nicht. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Ich glaube, in dem Gebiet sind die Gegner, wie man hier einigermaßen sieht, relativ stark. Das ist wahrscheinlich so, weil man normalerweise nicht hier hin soll. Aber die... Wow, die Welt ist ja einigermaßen offen, deswegen kann man mir hier nichts vorschreiben. Ich glaube, eigentlich ist es so gedacht, dass man zuerst den Forest of Giants macht. Also da, wo ich gerade von der Ollen das Item gekauft habe. Dann soll man danach den Hightower machen. Und dann kann man entweder das hier machen oder ein anderes Gebiet. Und wenn ich erst den Forest of Giants gemacht hätte, dann wäre ich jetzt natürlich schon ein paar Level höher. Aber hier gibt es die zweite Waffe, die ich haben will. Das Greatsword. Das werde ich mir holen und dann weiß ich nicht, ob ich den Boss direkt mache. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Boss. Nicht sterben. Okay. Ich habe keine genaue Ahnung, wo ich hin muss.